Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Silberne Edition. Wir sind das letzte Mal hier in Dukatia City angekommen. Haben uns schon im Einkaufscenter hier drüben umgeschaut und im Pokémon Center und machen jetzt weiter in der Stadt. Ich weiß gar nicht, ob ich mit ihr schon gesprochen habe. Ich glaube fast schon. Ja, genau. Ich kann mich entfernt daran erinnern, das schon gehört zu haben. Und was haben wir hier? Die Spielhalle. Dafür brauchen wir aber erstmal einen Münzkorb, bevor wir hier irgendwas machen können. Und wir haben von ihm gehört, dass er seinen Münzkorb in den Untergrund geworfen hat. Okay. Sprechen wir mal mit dem älteren Herrn hier. Eine große Stadt. Ich finde mich noch gar nicht zurecht. Okay. Das ist alles, was du zu sagen hast. Na gut. Gehen wir hier rein in das Haus. Oh, das ist, glaube ich, Bills Haus. Ja, genau. Mein Sohn Bill ist ein Experte. Muss zum Pokémon Center von Teak City aufbrechen. Teak City, die Stadt, die wir dann nach Dukatia City aufsuchen. Ein nützliches Telefon. Ja, bitte. Und wir erhalten Bills Nummer. Der ruft uns dann immer an, wenn unsere Box, glaube ich, voll ist oder fast voll ist. Okay, hätten wir also auch das geklärt. Gehen wir wieder raus. Dann war hier unten noch ein Haus. Ich glaube, das ist einfach nur der Untergrund jetzt. Genau. Da unten gibt es Geschäfte, aber da unten sind auch Trainer. Ich traue mich nicht hinunter. Gehen wir also nach unten. Und wir haben ja auch schon den ersten Trainer. Wurde aus der Spielhalle hinausgeworfen. Mit Hilfe meines Pokémon zu mogeln. Na gut, das ist klar, dass das bestraft wird. Es geht also gegen den Streber Ramon. Unser erster Kampf heute und der schickt Slimer in den Kampf. Wir haben, glaube ich, Scarbon von natürlich. Puh, wie war das mit Käferattacken gegen Gift-Pokémon? Gut, ist egal, wir setzen die Hornattacke ein. Scarbon mit seiner massiven Angriffskraft. Okay. Sollte da kein Problem haben, hier das mit drei Schlägen zu lösen. Mal schauen, wie es jetzt aussieht. Kommt Pfund, das dürfte nicht so viel Schaden machen. Ja, 5 KP, mein Gott. Und mit der Hornattacke erlegen wir jetzt das Slimer. Oh, knapp vor Level 13 hier stehen geblieben. Kommt ein weiteres Slimer. Natürlich auch Level 11. Dürften wir ähnlich sehr, sehr wenig Probleme nur haben. Oh, Giftwolke. Zum Glück keine Wirkung. Der will uns das Slimer vergiften, beziehungsweise der Streber will uns vergiften. Und jetzt probiere ich mal die Zornklinge, einfach nur um zu sehen. Ist nicht sehr effektiv. Okay, natürlich übersteht das auch nur das Slimer. Setzen wir nochmal die Zornklinge ein, denn das wird definitiv reichen, um es jetzt zu plätten. Jetzt wissen wir auch, beziehungsweise vor allem ich auch, dass Käferattacken nicht sehr effektiv sind gegenüber Gift-Pokémon. Das war in der ersten Generation noch anders. Widmen wir uns dem zweiten Streber wahrscheinlich oder Pokémaniac. Das kann natürlich auch sein. Habe ich das richtig gelesen, dass seine Pokémon gerade vom Chauffeur kommen? Pokémaniac Takao schickt Schlurp in den Kampf. Schlurp Level 12. Schlurp doch ein relativ seltenes Pokémon, das hier schon zu haben. Respekt, mein Junge. Zerschneider, ja, macht mit 8 KP doch schon einigen Schaden. Ist allerdings nicht ganz so angriffsgewaltig, das Schlurp, wie unser Scarabon. Und Scarabon hat das Schlurp jetzt auch geplättet. 325 Erfahrungspunkte. Ist das Scarabon leicht zu trainieren? Oder liegt es einfach daran, dass, ja, die Level halt noch so angeglichen sind? So, hier ist niemand da. Das ist, glaube ich, einer der Friseur, Leute. Pokémon Salon. Älter und besser, der beiden. Ach so. Okay. Beim Stylisten war der mit seinem Schlurp vorne. Aber das Schlurp hat da gar keine Haare. Genauso wie unser Scarabon eigentlich. Das würde sich nicht wirklich lohnen. Das hatte auch Onix macht eigentlich keinen Sinn. Wir schicken Spaß, aber mal Onix zum Friseur. Onix sieht fröhlich aus, natürlich.
Weiterer Trainer, beschränkst du dich beim Kämpfen nur... Ah, okay. Nur auf einen Typ, glaube ich. Hast du im Kampf Vorteile, okay. Ja, aber ein Typ hat ja auch Schwächen. Von daher... Oh, 4 Pokémon. Magnetilo, also 4-mal Elektro-Pokémon haben wir jetzt. Da ist unser Scarbot natürlich jetzt... Boah, gar nicht mehr so gut geeignet, weil Magnetilo hat ja diesen Stahltyp. Schauen wir mal, was wir anrichten können. Boah, Volltreffer, starkes Ding. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Zur Not muss Onix kämpfen. Voltoball, okay, Voltoball können wir mal mit unserem Scarbot, das ist kein Problem. Level 11. Oh, mit einem... Oh, nächster Volltreffer. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Glück hier mit unserem Scarbon. Erreicht jetzt auch Level 14. Erlernt aber keine Attacke. Nochmal Magnetilo, da wechsle ich jetzt das Pokémon. Macht das Sinn, Onix einzusetzen? Ich glaube fast nicht. Ich glaube, Onix kann keine brauchbare Attacke. Diesbezüglich, ja. Also mit dem Steinwurf kommen wir ja auch nicht weit gegen den Stahltyp. Oh, lecco mio. Gut, aber Magnetilo kommt halt auch nicht weit gegen unser Onix. Brauchen wir den Steinwurf, um Magnetilo dann auszunocken. Und dann, wenn da noch so ein Vieh kommt, dann, ja, muss halt unser Igelava ran. Nützt ja alles nichts. Magnetilo halt mit dem Stahltyp hat echt was dazu gewonnen. Allerdings nicht nur Stärken, sondern auch Schwächen. No, Magnetilo, okay. Dann ist jetzt unser Igelava seit langem mal wieder dran. Kann mal wieder was tun für seine Form. Toll, Level 7. Das hätte wahrscheinlich auch unser Scarbon geschafft. Naja, gut. Egal, wir haben es so oder so besiegt. Igelava wird ein Level aufsteigen, oder? Jawohl, Level 22. Er lernt aber keine neue Attacke. Damit haben wir auch den Streber Rolf besiegt. Das weiß ich gar nicht. Gibt uns hier unten eigentlich jemand seine Telefonnummer? Ich glaube es fast nicht. Kann mich nicht erinnern, jemals hier wieder runtergegangen zu sein. Blätten wir jetzt erstmal noch den Trainer hier. Noch ein Pokémon, noch ein Pokémaniac, wenn der nach seltenen Pokémon fragt. Und dann gehen wir mal dort nach rechts. 2 Pokémon. Ja, das ist der Phlegmon-Typ, okay. Phlegmon Level 10 gegen unser Scarbon. Phlegmon, glaube ich, mit einer relativ hohen Verteidigung ausgestattet. Aber unser Scarbon schafft das in 2 Schlägen. Wunderbar. Jetzt können wir gleich wieder schauen, wie schnell hier dieser EP-Balken nach oben schnell. Naja, ging noch. Neuen Phlegmon, wahrscheinlich auch Level 10. Ja. Okay, dann ist auch das in 2 Schlägen erledigt. Gibt es dann nochmal 211 EP. Und dann hätten wir, glaube ich, alle Trainer hier unten im Untergrund erstmal besiegt. Dann sollten wir auch erstmal, wenn jetzt da drüben nicht noch ein Trainer auf uns wartet, ins Pokémon Center gehen. Ah ja, stimmt, die Tür ist zu. Da kommen wir erst später rein. Da kommen wir erst später rein. Gehen wir also hier oben raus, sprechen mit dem Typ hier. Oder da unten zu dem Kampf heraus, da unten herrschen raue Sitten, sei auf der Hut. Ja, das habe ich schon gemerkt. So, bevor wir jetzt hier mit den Leuten hier weiter oben sprechen und ich dann durcheinander komme, geht's wie gesagt erstmal ins Pokémon Center. Und dann schauen wir auf der rechten Seite, glaube ich, erstmal weiter in Dukatia City. Denn da geht es dann nochmal ein Stück nach unten. Und dann nehmen wir uns noch die linke Seite vor, die obere Seite, wo wir dann, glaube ich, auch auf die Arena treffen. Ja, und dann schauen wir mal, was wir sonst noch so finden. Habe Ärger bekommen, weil ich im Keller des Kaufhauses gespielt habe. Apropos. Keller des Kaufhauses. Keller des Kaufhauses. Ich glaube, das erreichen wir nur über den Fahrstuhl. Ja. Tatsächlich. Das war ja wie so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, dass wir mal hier runtergehen sollten.
Ich finden wir hier was Brauchbares? Verliert die Lust an Arbeiten, wenn ihm jemand zusieht. Wir sollen abzischen. Das Maschok hilft dir auch mit. Wälzt uns auf. Okay. Am Boden ist Blut. Nimm es dir, wenn du möchtest. Okay. Finden wir überhaupt schon was? Nein, wir finden noch gar nichts hier. Denn hierhin kommen wir noch nicht. Da müssen die erst noch die Sachen wegräumen. Gut, fahren wir wieder ins Erdgeschoss. Gehen raus und schauen uns weiter in Dukatia City um. So, und dafür geht's jetzt hier auf die rechte Seite. Da haben wir erstmal den ersten Typ, der noch rumsteht. Neuen Fahrradladen. Kann ihn nirgendwo finden. Ja, der Fahrradladen ist tatsächlich etwas versteckt, aber du bist eigentlich schon fast da gewesen. Behandelst du dein Pokémon gut, wird es dich regelrecht lieben. Du solltest es besser behandeln, es hat sich noch nicht an dich gewöhnt. Bekomme ich was, wenn mich mein Pokémon gern hat bei dir? Wie es mal mit dem Igel da war, das wird mich schon sehr gern haben. Es verhält sich dir hier sehr freundlich, es muss glücklich sein. Okay. Bekommen wir also nichts von ihr. Wäre auch zu schön gewesen. Können auch Igelava noch gegen Onyx tauschen. Dann sind die Level erstmal gut sortiert. Ständig verliere ich in Kämpfen und meine Pokémon werden immer besiegt. Das mag der Grund sein, warum ich meine Pokémon nicht mögen. Itemgen freut es sich. Ja, natürlich. Deswegen habe ich auch meinen Pokémon jeweils ein Item gegeben. Und das hier ist der Fahrradladen. Sprechen wir mit ihnen. Ich bin hierher gezogen, aber ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum nur? Weil dein Fahrradladen in der letzten Ecke der Stadt versteckt ist. Ja, aber gern. Uns kommt es zugute, wir dürfen sein Fahrrad zu Werbezwecken fahren. Und leihen jetzt ein Fahrrad aus. So, als allererstes werden wir das in Bass-Items aufrufen und auf Wahl gehen. Damit können wir jetzt jederzeit mit Select, beziehungsweise bei mir ist es die L-Taste, direkt auf Schnellauswahl das Fahrrad auswählen. Und jetzt hier durch die Stadt cruisen. Wunderbar. Mann in Schwarz, verkleidet wie dämlich. Der neue Radioturm wurde erbaut, um den alten zu ersetzen. Das ist also der Radioturm. Was willst du, du Nervensäge? Hau ab! Bevor wir in den Radioturm gehen, schauen wir erstmal hier rein. Ja, hier ist auch noch nicht viel los. Das wird auch erst später für uns interessant. Und jetzt gehen wir in den Radioturm hinein. Hier werden wir nur begrüßt. Ich glaube, hier gibt es eine Quizshow. Ja, genau. Glückszahlshow hier. Soll ich dir... Ja, bitte, kannst du einfach mal überprüfen. Zwar keine Ahnung... Leider stimmt keine deiner Ziffern überein. Ein besonderes Quiz beantwortet die 5 Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen. Ich stecke es in den Pokémon-Com und ja, überall jederzeit Radio hören. Ja, wir möchten am Quiz teilnehmen. Der Pokécom ist essentiell fürs Durchspielen des Spiels. Frage 1. Kannst du dir auf dem Pokécom die Karte anschauen? Ja. Frage 2. Ist Nidorina immer weiblich? Ja. Benötigt Kurt, der Pokéballschmied, Aprikoko? Nein. Soweit so gut. Kann Carbador keine TM-Attacken lernen? Ja. Und die letzte Frage. Professor Eichs Pokémon Talk ist eine beliebte Sendung. Ist Marianne die Co-Moderatorin dieser Sendung? Ja, ich glaube schon. Oh, fuck. Dürfen wir alles nochmal beantworten? Oh, ist das zum Kotzen. Die Frage ist auch, warum uns so eine Frage gestellt wird. Wir konnten noch bis jetzt noch nirgendwo Radio hören. Glaube ich zumindest. Also nochmal. Ja, wir können uns die Karte anschauen. Nidorina immer weiblich, ja. Nein.
Ja. Und zum Abschluss jetzt also nochmal nein. Nein. So, damit gewinnen wir das Radiomodul, das wir, wie gesagt, später im Spiel noch brauchen werden. Ach, Margit hieß die Alte, genau. Großartiger DJ. Ja, wir könnten jetzt quasi auf den Pokécom gehen, das Radio einstellen und jetzt hier Sendersuchlauf machen. Wir haben ja Ice Pokémon Talk. Pokémon Musik von Ben. Oh, die ist super nervig. Glückskanal. Und das war's auch schon. Und wenn wir jetzt hier rausgehen aus dem Programm, hören wir erstmal die Musik, bis wir dann in den nächsten Raum kommen. Pokémon Schlaflieder im Radio hören, schlafen Sie ein. Okay. Pummeluff. Den haben wir hier noch. Überall Radio hören. Probier's mal aus. Ja, das stimmt so leider nicht ganz. Und der bewacht hier Zutritt nur für autorisiertes Personal. Das war nicht immer so mit unserem Intendanten. Stimmt irgendetwas nicht. Tja, so sieht's halt aus. Werden wir später noch erfahren, was mit dem nicht stimmt. Jetzt erstmal geht's hier raus. Und ja, bleibt nur noch der... Oh, verpiss dich, Alter. Der obere Stadtteil. Der Mann in diesem Haus bewertet deine Pokémon-Namen. Er kann deine Pokémon auch umbenennen. Das heißt, wir haben hier den Namensbewerter. Dann brauchen wir mit dem nicht sprechen. Was haben wir denn hier noch? Ach ja, Untergrundeingang, stimmt. Hier ist die Arena. Und hier haben wir, glaube ich, das Gartengeschäft, genau. Beziehungsweise das Blumengeschäft. Als ich den laufenden Baum auf der Route 36 goss, ist er aufgesprungen. Ich glaube, es ist ein Pokémon, aber es bedarf eines Arena-Leiters wie Bianca, um es zu besiegen. Heißt, wir bekommen erst ein Item, um den Baum dort wegzubekommen, wenn wir Bianca besiegt haben. Was haben wir hier unten noch? Hier war ich noch nicht drin, oder? Als ich einmal kämpfte, konnte mein Pokémon keine Attacken mehr ausführen. Angriffspunkte oder AP, seine Attacken waren verbraucht. Ja, ist das der Fall, setzt das Pokémon Verzweifler ein. Ich glaube, das hat eine Stärke von 40, wie Tackle. Aber man fügt sich auch selber Schaden zu dabei. Ja, sie spricht das ganze Problem auch nochmal an. Und dann haben wir, wie gesagt, die Arena. Die wir jetzt erstmal außen vor lassen. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Ein merkwürdiger... Ja, blockiert die Straße. Fängt an zu zappeln, wenn man ihn anspricht. Rasend wurde, als ihn jemand mit Wasser aus einer Shiggy-Kanne gegossen hat. Entschuldige, mein Freund. Könntest du mir einen Gefallen tun? Dieses Pokémon, das einen Briefträger zu meinem Freund bringt, du findest ihn auf Route 31. Ja, mach ich. Aber ich glaube, wir haben gerade keinen Platz. Was denn? Du kannst kein weiteres Pokémon. Ja, fuck. Gut, dann gehen wir mal schnell zurück. Pokémon ablegen. Bin ja mal gespannt, was das für ein Pokémon ist. Ich glaube aber, das will der dann wieder haben. Bis PC. Pokémon-Lagerungssystem. Ablegen. Legen wir ab. Togepi, das brauchen wir ja nicht mehr. Zubat und Knofensa. Knofensa behalten wir, Zubat legen wir ab. Ah, werden angerufen von Teenager Julian, okay. Ah, willst du kämpfen? Das ist im Übrigen der Satz, der fallen muss, wenn die... Ja, Leute, die man im Telefonbuch hat, nochmal kämpfen wollen. Fällt dieser Satz. Können wir uns zu denen hin bewegen und nochmal mit ihnen kämpfen? Ja, aber Route 30 ist jetzt nicht unbedingt ein Katzensprung. Deswegen werde ich nicht direkt dorthin gehen. Ja, machen wir das nochmal. Ja, zeig mal her, was du für ein Pokémon hast. Da bin ich jetzt echt gespannt. Vielen Dank.
Er hat ein Pokémon, das irgendeinen Brief trägt. Aber verliere ihn nicht. Route 31, stimmt. Ein merkwürdiger Baum hat die Straße blockiert. Ich frage mich, ob die Straße jetzt frei ist. Nein, ist sie nicht. Hapsi, ein Habitag ist das. Okay, hat das Spiel schon so gemacht, dass kein brauchbares Pokémon ist, scheinbar. Blumenbrief. Lesen wir doch mal den Brief, wenn er uns das schon erlaubt hat. Finsterhöhle ist ein Pfad. Harald. Okay. Ja, gut, das wusste ich schon. Allerdings ist halt die Frage, ein Pfad wohin? Hier auf der Route haben wir wieder einige Trainer und Trainerinnen, die kämpfen wollen. Wieder Möglichkeiten, unser Scaraborn zu trainieren. Boah, wobei Vulpix jetzt nicht unbedingt geeignet ist. Boah, Level 15, leck mich am Arsch, Alter. Boah, das ist mir zu heiß. Keine Lust, jetzt gleich zurückzurennen, deswegen lasse ich das mal in Onyx erledigen. Vulpix wird definitiv schon Glut beherrschen. Natürlich wird Knuffenser auserwählt. Natürlich. Komplette mein Knuffenser. Kannst du auch was anderes? Na klar, wird das Hapsi ausgewählt. Wird immer besser. Jetzt kommt die Glutattacke. Es wird Hapsi überstehen. Einmal. Wir setzen die Schnabelattacke ein. Ja, ich spekuliere jetzt einfach drauf, dass es auch gleich verschwindet. Okay, Hapsi geht K.O. Ja, alles was nicht Team-Pokémon ist, da bin ich gnadenlos dort an der Stelle. So, jetzt schicken wir Onyx in den Kampf. Steinwurf. Und da gibt es erstmal ordentlich Schaden. Vulpix besiegt. Onyx dürfte jetzt die ganzen EP... Nein, wird doch noch aufgeteilt. Das heißt auch Knuffenser bekommt was. Ja, natürlich erreicht Knuffenser Level 7. Und Picknickerin Emily haben wir besiegt. Weiter geht's mit einem Pfadfinder. Ich werde meiner Freundin zeigen, wie cool ich bin. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wie cool du bist. Camper Kilian schickt Sandan in den Kampf. Sandan auch ein Pokémon mit, ja, ganz passabler Verteidigung. Deswegen dürfte da die Hornattacke auch nicht super viel Schaden machen, ja. Angriff, ja, ganz passabel. Ist halt nur ein Kratzer, der macht nicht so viel Schaden. Ein Igler, der fällt dir allerdings ein bisschen spät ein. Der wird dir jetzt nichts mehr bringen. Die Hornattacke plättet Sandan. Scarbon wird Level 15 erreichen. Dann schauen wir mal, was der Camper noch dabei hat. Camper Kilian setzt Merrill ein. Okay, da bleiben wir bei Scarbon. Level 15. Das Sandan war Level 13, oder? Ja, glücklicherweise Wasserattacken nur normal effektiv gegen unser Scarbon. Reicht das jetzt schon aus? Nein. Okay, dann werde ich nochmal die Zornklinge bemühen. Und dann ist auch Merrill Geschichte. Scarbon erhält weitere Erfahrungspunkte en masse. Na gut, 186. Und wir besiegen Camper Kilian. Ach, hättest du doch verloren. Tja, hättest du dir mal ein bisschen mehr Mühe gegeben. Wir sprechen ihn nochmal an. Du hast mich vor meiner Freundin lächerlich gemacht. Sprechen wir dich nochmal an. Willst du nochmal kämpfen eigentlich? Nö. Mal schauen, was sie sagt. Mein Freund ist schwach. Er kann mich nicht beschützen. Zumindest nicht in einem Pokémon-Kampf. In einem Faustkampf, ja, habe ich keine Ahnung, wie gut er da ist. Ist mir auch relativ egal. Wir blätten jetzt erstmal Picknickerin Nina, die hier ihr Pikachu in den Kampf schickt. Oh, ich habe so das dumme Gefühl, er kommt gleich eine Donnerwelle. Oh, kommt ein Donnerschock. Oh, der ist auch scheiße. Scarbon ist nur Typ Käfer. Wo hatte ich das gelesen, dass Scarbon Typ Käfer Flug ist? Da brauche ich mir ja gar keine Sorgen mehr machen. Okay. Ich hatte damals schon gezweifelt, als ich das gelesen habe. Mir gedacht, okay, wird schon stimmen, wenn es hier steht. Aber Scarbon ist nur Typ Käfer. Vielleicht schon in den späteren Generationen Typ Käfer Flug. Das kann natürlich sein. Sprechen wir sie nochmal an. Meine Pokémon kann ich mich eher verlassen als auf meinen Freund. Ja, aber auch die habe ich geplättet. Weiter geht's. Mit
dem hier. Ich habe aus dem Radio Pokémon-Daten erhalten. Ich glaube, ich bin gut. Aus dem Radio? Habe ich mich verlesen? Auf jeden Fall noch ein Camper. Camper Ewald. Und er schickt ein Dickda in den Kampf. Okay, Dickda. Zornklinge war nicht der Plan. Ging auch noch daneben dazu. Könnte gerade besser nicht laufen. Oh, Skarbon hat eine Beere gehalten. Das heißt, wir müssen jetzt gleich mal das Item wechseln nach dem Kampf. Hornattacke reicht aus, um Dickda zu plätten. Zweites Pokémon ist ein Zubat. Wir wissen, die Zornklinge brauchen wir nicht einsetzen, zumal Zubat ja auch noch vom Typ Flug ist. Das heißt, die Zornklinge wäre nur viertelst effektiv. Skarbon erreicht Level 16 und erlernt nichts. Wie immer. Und dann gibt es nochmal ein Dickda zum krönenden Abschluss Level 14. Okay, da werden wir definitiv schon zwei Attacken brauchen. Nein! Reicht auch eine Hornattacke aufgrund der niedrigen KP-Anzahl von Dickda. Und damit ist auch Camper Ewald besiegt. Sprechen wir ihn nochmal an. Beeinflusst die Stimmung von wilden Pokémon. Okay. Das ist ja lustig. Und wer mir, kann ich euch sagen, wie der heißt, Jongleur Erich. Siehe meine Virtuosität, mit der ich die Bälle jongliere. Warum weiß ich das, dass der Jongleur Erich heißt? Deshalb, weil der uns hinterher eine Telefonnummer gibt. Der hat diverse Voltoballs dabei. Level 2. Keine Sorge, es wird besser. Zornklinge dürfte reichen. Machen wir weiter mit Voltoball Level 6, oder? Voltoball Level 6? Ja, Voltoball Level 6. Reicht die Zornklinge noch? Jawohl. Zornklinge hat jetzt schon eine Stärke von 40. Mal den Step wäre 60. Voltoball. Das heißt, jetzt wäre sie, glaube ich, sogar schon stärker als die Hornattacke. Oder genauso stark. Voltoball Level 10. Auch mit einem Schlag geplättet, auch wenn es ein Volltreffer war. Wird jetzt wieder verdoppelt. Jetzt sind wir, glaube ich zumindest, es verdoppelt wird immer. Oder steigt es nur immer um jeweils 10? Das kann natürlich auch sein. Werden wir jetzt gleich sehen. Wird verdoppelt, bin mir relativ sicher. Wenn nur 40er Zornklinge hätten wir das Volleyball nicht geplättet. Puh, das war ein Ruck. Sprechen wir ihn an. Ich wollte dich mit meinem preisgekrönten Pokémon beeindrucken. Aber bei deinem Können bleibt mir die Spucke weg. Ja, wir sind ziemlich stark und er möchte unsere Telefonnummer. Dein Telefon hat keinen freien Speicherplatz mehr. Okay, wen hauen wir raus? Wer ist unwichtig? Mama, können wir nicht raushauen. Teenager Julian hauen wir raus, auch wenn er kämpfen will. Und holen uns die Nummer von Jongleur Erich. Er meldet sich, falls es Neuigkeiten gibt. Und, ja, ich wollte eigentlich schon beenden. Gut, nehmen wir den Kampf halt noch mit. Ich übe mich im Feuerspucken. Dementsprechend kämpfen wir jetzt gegen Feuerspucker Wolf und der schickt ein Magma in den Kampf. Level 11. Okay, ich versuche das Magma mit dem Skarbon zu plätten. Hornattacke reicht leider nicht aus. Magma setzt die Smogattacke ein. Boah, ich hatte schon gedacht, jetzt kommt noch die Vergiftung. Haben wir Glück ab. Magma besiegt. Ich glaube, der hat noch ein zweites Magma. Das lassen wir dann von Onyx erledigen. Ja, einen neuen Magma. Holen wir also Onyx in den Kampf. Skarbon, komm zurück. Ringfrei für Onyx. Steinwurfattacke trifft. Das könnte unter Umständen schon reichen. Ah, reicht nicht ganz, schade. Wir bekommen noch eine Glutattacke ab. Onyx sitzt nicht so stark in der Spezialverteidigung. Tegel bringt uns den Sieg. Magma besiegt. Ich
glaube, Feuerspucker Wolf wollte nicht nochmal kämpfen gegen uns. Fragen wir trotzdem nochmal nach. Nö. Okay. Speichern wir das Spiel. Und dann machen wir das nächste Mal hier weiter. Da geht's dann weiter nach oben zum Käfersammler-Turnier. Weiß gar nicht, ob das heute stattfindet. Schauen wir einfach mal. Und schauen mal, ob wir dort was gewinnen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier wieder zu Pokémon Silberne Edition. Bis dahin, macht's gut.